Ein FabLab ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die sich kreativ mit Technik auseinandersetzen möchten und nicht alleine in ihrem Keller vor sich hin schaffen und wursteln, sondern sich auch mal austauschen möchten und anderen Leuten ihr Wissen auch weitergeben. Wir bieten mit der Logo verschiedene Workshops an für Kinder, aber auch für Erwachsene und auch Fortgeschrittene. Mit Kindern überwiegend mit Technikbaukästen, die die Realität anschaulich darstellen, mit kleinen Förderbändern und Ähnlichem. Für Erwachsene und Fortgeschrittene geht es dann an Vernetzungsthemen, die dann auch komplexer werden können. Kinder kommen sehr leicht in die Programmierung mit Logo rein, weil man eben den Editor hat, der mit Bausteinen arbeitet und Verknüpfungen, die einfach hingezogen werden. Und das ist einfach schön visuell, also nicht sehr abstrakt. Man kann den Kindern mit diesen Bausteinen das einfach sehr schnell näher bringen, welcher Baustein welche Funktion hat. Und in der Kombination mit dem Technikbaukasten haben sie dann auch wirklich in der Realität sofort von ihrer Programmierung ein Feedback. Und dann fährt halt einfach mal dieses Förderband ein Stück zu weit, weil die Lichtschranke beispielsweise nicht abgegriffen wurde. Und macht in dem Fall nicht so viel wie in der Fabrik zum Glück, da fällt es bloß hinten runter. Aber die Kinder begreifen dann ganz schnell, wie diese Verknüpfungen funktionieren. Die Logo bietet die Möglichkeit, verschieden komplexe Themen abzubilden. Also nicht nur für Kinder ist sie geeignet, sondern durch Vernetzung, Zusammenschalten mehrerer Geräte, verschiedener Räume über die Netzwerkschnittstelle, auch komplexe Themen bis zur Steuerung ganzer Gebäude. Mit der Logo steuern wir am neuen Standort hier in Fürth unsere Energie und das Licht. Beispielsweise schalten wir die Energie ab, wenn die Tür abgeschlossen wird, um Strom zu sparen. Für unseren Lasercutter betreiben wir die Absauganlage mit einer Logo. Beispielsweise überprüfen wir, ob der Laser läuft, um auch hier die Laserlüftung abzuschalten, um Geräuschbelästigung der Gäste zu reduzieren und natürlich auch an dem Punkt wieder Energie zu sparen, indem die Lüftung nicht läuft, wenn es nicht nötig ist. Es ist uns extrem wichtig, den jungen Leuten mitzugeben, dass es lebenslange Lernen auch Spaß machen kann. Das ist immer so eine extrem abgedroschene Phrase, aber es ist in unserer heutigen digitalisierten Welt wirklich so, dass wir wieder auf unsere Erfinderkultur zurückbesinnen und kreative Lösungen erarbeiten. Kinder kann man sehr schnell für Themen begeistern und ihnen Dinge an die Hand geben, die ihnen neue Dinge ermöglichen. Und man merkt ganz schnell, wie die Kinder das aufnehmen, aufsaugen und neue Möglichkeiten für sich und ihre Ideen sehen. Und bei Erwachsenen ist das Interessante, genau diesen Ansatz wieder rauszukitzeln. Diesen Spieltrieb, den verlernen Erwachsene nämlich sehr oft. Siemens. Ingenuity for life.